Meine Reise beginnt in Bratislava. Die Stadt ist für mich das Tor zum Osten, modern, boomend und voller Postkartensujets. Doch welche Gesichter hat diese Stadt sonst noch? Mich interessieren die Menschen hinter den Fassaden. Mitten im Feierabendgetümmel mache ich mich auf den Weg zu einem Mann, den ich bisher nur vom Telefon her kenne, den Musiker Anton Kubasak. Er wohnt in Petržalka. Als würde dieser Stadtteil nicht richtig dazugehören, liegt Petržalka abgetrennt auf der anderen Seite der Donau. Das ist Petržalka, eine gigantische Ansammlung kommunistischer Wohnsilos. Mit Farbe versucht man, das viele Grau zu übertünchen. Eine seltsame Trostlosigkeit bleibt. Petržalka wirkt auf mich wie ein Ghetto, ist aber gar keins. Zwei Drittel der Bewohner Bratislavas wohnen in diesem Plattenbaumoloch. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Hello, Mr. Kubasak. Yeah. It's Suzanne Wille. Would you let us in, please? Left on 7. Thank you. Hallo. Und dann steht er vor mir, Anton Kubasak. Er spricht etwas Deutsch und das hat seinen Grund. Sie waren in der Schweiz? Ja. Ich habe Musik gemacht. Ja, im Film 16. Ah, schön. Mit einer Band? Ja. Ja? Können wir reinkommen? Ja. Wunderbar. Dankeschön. Und woran arbeiten Sie im Moment? Ich habe eine CD gegeben, diese Mann ja. von Produktion. Ja, wir haben sie gehört. Wir haben sie gehört. Sie singen nicht selber, Sie machen die Musik. Oder ist dann auch? Ich singe auch, aber ist nicht meine Hauptsache. Ich bin Pianist und Komposition. Schüchtern und zurückhaltend wirkt er auf mich. Doch am Piano taut Anton Kubasak auf. Die Musik verwandelt ihn. Seine Tournee in der Schweiz in den 70er Jahren sei ein guter Deal mit den Kommunisten gewesen, erzählt er mir später. Zwar habe der Staat die Hälfte seiner Gage kassiert, aber dafür durfte er ein wenig westliche Luft schnuppern. Heute lebt er von weniger als 300 Euro im Monat. Ein Zubrot verdient er mit Hobbymusikern aus Deutschland, die hier billig ihre CD aufnehmen. So laut spiele er selten, sagt mir Anton Kubasak. Meist müsse er mit dem Kopfhörer vor dem E-Piano sitzen. Die Wände seien dünn. Und obwohl hier so viele Menschen auf engstem Raum lebten, sei er alleine. Die Menschen hier ziehen sich ins Private zurück und kümmern sich vor allem darum, ihre Wohnung zu verschönern. Sie interessieren sich nicht mehr für das, was um sie herum geschieht. Wahrscheinlich sind sie zu sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, mit den Schwierigkeiten, die durch die Wirtschaftskrise entstanden sind. Aber ich denke, das ist nicht nur das Problem von Petržalka. Insgesamt entwickelt es sich in der Slowakei zum Schlechteren. Er verlasse seine Wohnung selten, fügt Anton noch an. Vielleicht verherrlicht er die Vergangenheit, sicher aber vermisst er sie. Klar ist, er hat nicht wie andere Slowaken von der Wende und dem Wirtschaftsaufschwung profitiert. Noch lange denke ich an Anton, der gesagt hat, die weiße Zimmerdecke sei die Leinwand für seine Träume. Es wird nicht die letzte Begegnung sein, die in meinem Kopf haften bleibt. Wir sind auf einer langen Reise entlang der Donau. Eine Reise quer durch Europa.
Mein nächstes Ziel sind die Donauauen südlich von Cunovo. Hier hat Zoltán Füszfa sein Glück gefunden. Ich soll ihn einfach Zoli nennen, sagt er sofort und zeigt mir seine Heimat, das Donauwasser. Zoltán ist Lehrer und Umweltaktivist. Er verbringt 100 Tage im Jahr im Kanu. Seit sein Großvater ihn auf dem Rücken über den Fluss getragen habe, spüre er eine unstillbare Sehnsucht nach der Donau. Doch das Paradies ist beschädigt. Ganz in der Nähe befindet sich das größte Wasserkraftwerk der Slowakei. Dort wird Wasser aus der Donau für die Stromgewinnung umgeleitet. Und die Natur bezahlt den Preis. 50 years ago or before, Noch vor 50 Jahren fragte ein Mann seine Frau, welchen Fisch willst du heute Abend essen? Sie hatte freie Auswahl und wählte zum Beispiel einen Wels. Also nahm er sein Boot und fuhr damit auf die Donau. Schon nach 5 Minuten hatte er einen Wels an der Angel, fuhr nach Hause und bereitete ihn zu. Wenn man heute Fisch essen möchte, muss man ihn im Supermarkt kaufen, denn es gibt kaum noch Fische hier. Because it is very difficult to find good fish to eat. How sad to hear that. Yes, very bad. Die Schäden an der Natur schmerzen Zoltán. Er weiß noch genau, was damals passierte, als das umstrittene Wasserkraftwerk mit der Stromproduktion begann. It was a big catastrophe. Es war eine einzige Katastrophe. Der Wasserpegel ist um 4 Meter gesunken. Über 2,5 Jahre lag die Auenlandschaft im Trockenen. Bäume begannen abzusterben, Fische und Vögel verschwanden. Ein ökologisches Desaster. Umweltschützer kämpften 2 Jahre lang mit den Regierungen in der Slowakei und Ungarn um eine Lösung. Schließlich entschied man sich, solche Dämme zu bauen. Diese verhindern nun, dass das Wasser abfließt. 54 davon wurden in den letzten Jahren errichtet. Das Kraftwerk hatte also immense Auswirkungen. Ja, und man spürt diese bis heute. Daher müssen wir weiter an einer Lösung arbeiten. Zoltáns Worte erinnern mich an ähnliche Diskussionen in der Schweiz. Wir wollen erneuerbare Energie, wissen aber, dass Wasserkraft auch tiefgreifende Folgen für die Umwelt hat. Ein Dilemma. Ich folge der Donau weiter nach Osten. Ein Fluss, der nicht nur 2 Länder teilt, sondern auch eine Stadt, Komárno oder Komárom. Die Donau bildet seit 1945 die natürliche Grenze zwischen der Slowakei und Ungarn. Ludovít Grafell ist ein Kind dieser Geschichte. In seinen Adern fließt das Blut beider Länder. Slowaken und Ungarn besuchen einander und arbeiten zusammen. Es ist vielleicht schwer zu glauben, aber sie mögen sich. Seit wir in der EU sind, gibt es keine Grenzkontrollen mehr. Wir bewegen uns frei von einer Seite zur anderen. Dank der Europäischen Union sind sich die beiden Völker näher gekommen. Der wirtschaftliche Aufschwung aber lässt auf sich warten. Dieser Seitenarm der Donau führt in den slowakischen Teil der Stadt nach Komárno. Hier wohnt Ludovít Grafell mit seiner Familie. Er führt uns zur Schiffswerft, einst die größte an der Donau. Heute ist die Werft Sinnbild für den Niedergang einer Region. Es ist traurig zu sehen, wie verlassen alles ist. Früher war es hier laut und lärmig, es wurden Schiffe gebaut. Jetzt ist es totenstill, so als wäre jemand gestorben.
Jahrzehntelang gab die Werft über 4000 Menschen Arbeit. Heute sind es noch knapp 120. Der letzte Frachter ging vor 2 Monaten vom Stapel und mit ihm 500 Mitarbeiter. Er hatte Glück und konnte bleiben, Ladislav Grafel, Ludovits Bruder. Doch Aufträge für den Bau eines Schiffes sind nicht in Aussicht. Die Folgen der Finanzkrise lasten schwer auf der Werft. Banken gewähren kaum noch Kredite. Kleiner Lichtblick, das Traditionsunternehmen hat wenigstens die Produktion eines Fabrikdaches an Land ziehen können. Arbeit für immerhin 70 Leute. Ladislav Grafel arbeitet seit 23 Jahren hier, so wie schon sein Vater und Großvater. In seinem Büro zeigt er uns die letzten Frachter, die die Werft herstellte. 8 bis 10 Stück davon produzierten die Arbeiter durchschnittlich im Jahr. Ich arbeite bereits mein ganzes Leben lang hier in der Werft. Ich liebe meine Arbeit, denn es ist eine wunderschöne Tätigkeit, auch wenn es momentan nicht einfach ist. Aber ich versuche, das Beste aus der Situation zu machen. Es ist eine traurige Geschichte in einer schönen Kulisse. Der Niedergang der Werft hat weitreichende Folgen. Fast jeder 5. ist ohne Arbeit. Überall fehlt Geld. Selbst das Wahrzeichen Komarnos, eine 800 Jahre alte Festung, zerfällt. Sehr zum Leidwesen von Ludovit Grafel. Er ist Leiter des Amtes für Denkmalpflege und für die historischen Gebäude verantwortlich. Heute führt er eine Gruppe von Touristen durch die Anlage. Dieses Festungssystem ist nicht nur das größte der Slowakei, sondern von ganz Europa, vielleicht sogar der ganzen Welt. Die Festungsanlage, erklärt er, habe einen Durchmesser von 15 Kilometer und reiche über die Donau bis nach Ungarn. Wer Ludovit Grafel zuhört, spürt, dass ihm der Erhalt der Festung eine Herzensangelegenheit ist. Immer wieder investiert er daher auch eigenes Geld, wenn eine Anschaffung nötig ist. Sein Traum: Er will Kulturräume und Restaurants bauen, die Festung wieder beleben und so Arbeitsplätze schaffen. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, in welch schlechten Zustand diese schönen Bauten sind. Enthusiasmus habe ich noch, aber meinen Optimismus verliere ich langsam. Ich hoffe, ich erlebe es noch, dass die Festung fertig restauriert wird. Nur so kann sie für spätere Generationen erhalten bleiben. Obwohl Ludovit Grafel auf der slowakischen Seite wohnt, fährt er regelmäßig über die Grenze in die Schwesterstadt Komarom. Der Grund? In Ungarn bekommt er mehr für sein Geld. Einkaufstourismus auf Slowakisch, sozusagen. Die Verständigung ist für ihn kein Problem. Er spricht fließend Ungarisch. Lebensmittel seien billiger in Ungarn und die Würste besser, betont er schmunzelnd. Doch seine Landsleute profitieren nicht nur von den Lebensmittelpreisen. Viele beziehen auch Wohnungen im günstigeren Ungarn. Umgekehrt schicken die Ungarn ihre Kinder auf die besseren Schulen in der Slowakei. So nehme sich jede Nation das Beste heraus. Ludovit Grafel hat es nie nach Ungarn gezogen. Seine Heimat ist die Slowakei und das Bootshaus der Familie. Die Mutter ist Ungarin und der Vater Slowake. Die Grafels, eine typische Familie aus Komarno, der Stadt, die durch die Donau geteilt ist. Ich reise weiter und folge dem geschichtsträchtigen Fluss.
vorbei an der Basilika von Estergom, wo früher Menschen an feierlichen Krönungen jubelten. An Feldern entlang, auf denen einst blutige Schlachten ausgetragen wurden. Und wie aus dem Nichts taucht in dieser Gegend ein Herrschaftssitz auf. Ich bin auf Schloss Bela, gebaut 1770. Bela war einst Aristokratenresidenz, heute ist es ein Edelhotel für gut betuchte Touristen. Empfangen werde ich von der Schlossherrin höchstpersönlich, Gräfin Ilona von Krokow. Gräfin Ilona von Krokow verbindet ihre Familiengeschichte mit der Donau. Bereits ihr Großvater habe den Sommer immer auf Bela verbracht, erzählt sie. Die Familie frönt der Jagd, heute wie damals. Ich weiß nur von meinen ungarischen Vorfahren, dass die Jagd eine Riesenrolle gespielt hat. Und das war auch mit eigentlich einer der Hauptzwecke dieses Jagdschlosses, wie es sogar damals genannt wurde, dass sie eben im Herbst hier draußen waren. Und es gehörte eine große Eigenjagd dazu von 700 Hektar. Und da wurden eben Freunde eingeladen, Jagdgesellschaften, private Freunde, geschäftliche Freunde. Es war wie ein gesellschaftliches Ereignis auch. Und die Atmosphäre ist schön. Im Winter müssen Sie sich vorstellen, ist hier ein flackerndes Kaminfeuer und die Jäger kommen. Das ist man ja quasi auch das, was man geschossen hat, oder? Ganz so schnell geht's nicht. Aber, aber es ist halt praktisch. Man kommt hier draußen an, geht dann hier rein, ist etwas verfroren von der Jagd, weil man jagt ja im Winter, nicht im Sommer. Hat dann hier ein prasselndes Feuer, kriegt was Schönes zu trinken und kann sich dann entspannen und sich die Geschichte. Eine Woche da? Oder? Nein, 2 bis 3 Tage. Fasanen schießen, die Jagd als pures Freizeitvergnügen. Mich befremdet das, zugegeben. Früher hatte dieser ausschweifende Lebensstil aber weitreichende Folgen. So auch für die Vorfahren der Gräfin, die als Bankiers reich geworden waren. 1945 wurden sie beschimpft und von Bela vertrieben. Hat uns damals der Architekt geschenkt, wie alles fertig war. Als Gräfin Ilona von Krokow viele Jahre später das Schloss ihrer Familie wieder besuchte, war es eine einzige Ruine. Also das ist der Haupteingang gewesen, so wie wir ihn vorgefunden haben. Die Treppe war in sich zusammengefallen irgendwann und dann war das hier zugewachsen. Und da sind noch Gitter, die Gitter sind da erstaunlicherweise noch dran. Ich war schon erschrocken, weil ich eigentlich nicht mit dem Ausmaß an Verfall gerechnet hatte. Und da war ich am Anfang doch etwas schockiert. Also hatte ich so nicht erwartet. Aber es gab Teile, wo man wirklich noch genau die alte Atmosphäre erspüren konnte. Und so beschloss die Gräfin kurzerhand, das ehemalige Familienjuwel wieder zum Glänzen zu bringen. Schloss Bela sieht heute fast wieder so aus wie früher. Das große Denkmal der Familie steht, ein eigenes Museum erinnert an die Familiengeschichte. Auch an die Enteignung und die Vertreibung. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Macht einen das wütend, wenn die Geschichte quasi ungnädig mit einem ist? Ja, also das glaube ich nicht. Also dann müsste die ganze Menschheit wütend sein. Aber ich finde, das zeichnet ja viele Familien aus, wie sie auch mit diesen Schicksalsschlägen umgegangen sind. Dass sie also nicht verbittert geworden sind oder wehmütig oder nur noch in die Vergangenheit geschaut haben, sondern egal, wo sie ihre neue Existenz aufgebaut haben, nach vorne geschaut und neue Perspektiven für sich und ihre Familie geschaffen haben. Sie haben diesen Riesenaufwand auf sich genommen. Eigentlich können Sie sagen, ich mache ein ruhiges Leben und genieße es irgendwo auf einem der schönen Familiensitze. Wieso haben Sie das auf sich genommen? Es war ja ein wichtiger Standort in Europa. Es lag ja immer relativ zentral und hat eine große Rolle gespielt. Es würde jetzt zu weit führen, die ganze Historie aufzurollen. Dann war es ja eine künstliche Isolierung über 40, 50 Jahre. Und jetzt ist es ja durch die Öffnung des Eisernen Vorhangs wieder eigentlich im Zentrum des alten Europas. Und das spürt man einfach. Es kommen auch Politiker hierher, wir hatten schon politische Foren hier. Es ist einfach eine interessante Gegend, die im Umbruch ist.
Das Investment hat sich bis jetzt nicht ausgezahlt. Das Hotel hat zu wenig Gäste. Aber wie viele Millionen die Gräfin in Bela investiert hat, will sie partout nicht verraten. Über Geld spricht man nicht. Noblesse oblige. Ich kehre dieser mir eher fremden Welt den Rücken und fahre zurück an die Donau. Der Fluss ist mir inzwischen vertraut. Hier finde ich es, das pralle, das ganz normale Leben an einem heißen Sonntagnachmittag. Fast ein bisschen neidisch beobachte ich die fröhlich Badenden vom Ufer aus. Ich aber habe noch einige Kilometer vor mir, denn mein nächster Halt ist Budapest. Budapest, die Perle an der Donau. Eines ihrer wichtigsten Wahrzeichen ist die Kettenbrücke. Und auf die darf nur einer. Brückenmeister Janos Vasikas. Er führt uns an seinen Lieblingsplatz, das Dach des Brückenpfeilers. Von hier aus hat er einen spektakulären Blick auf die Stadtteile Buda und Pest, die durch die Donau getrennt werden. Ein Arbeitsplatz mit Familientradition. Mein Arbeitsplatz ist die schönste Brücke der Welt. Die Kettenbrücke bedeutet mir alles, auch weil sie mich an meinen Vater erinnert. Sie ist ein Monument und wird für immer da sein. Seit 2004 ist er hier der Chef. Kontrollgänge gehören zu seinen Hauptaufgaben. Täglich überprüft er seine Brücke auf Risse und Rost, Schmutz und Vandalismus. Das Büro von Janos Vasikas liegt direkt am Ende der Brücke. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Es sieht aus wie vor 100 Jahren. Bereits sein Großvater war hier Brückenmeister. Sein Vater ebenfalls. 40 Jahre lang, bis kurz vor seinem Tod im Jahre 2004. Ich hätte nie gedacht, dass ich je Brückenmeister werde. Wobei, ganz ausgeschlossen habe ich es nicht. Vielleicht irgendwann in ferner Zukunft, sagte ich mir. Aber wirklich ernst gemeint habe ich es nicht. Mein Vater hat immer gesagt, du machst das dann auch einmal. Aber ich konnte mir das nicht richtig vorstellen. Zuerst schlägt Janos Vasikas tatsächlich eine ganz andere Richtung ein. Bevor er Brückenwart wurde, war er nämlich Comiczeichner und ein erfolgreicher dazu. Er hat für große internationale Filmproduktionen gearbeitet, aber auch Werbung gemacht, wie beispielsweise diesen Spot für die gelben Seiten. Vor 9 Jahren hat er seinen Kreativjob in der Filmbranche eingetauscht gegen eine beschauliche, einsame Tätigkeit. Denn er war der Einzige, der die Familientradition weiterführen konnte. Mein Vater war bereits todkrank. Ein letztes Mal noch ging er aus dem Haus. Er schleppte sich an Krücken in den 4. Stock der Stadtverwaltung. Dort bat er den Direktor, lasst meinen Sohn mein Nachfolger werden. Tochter Anna besucht ihren Vater regelmäßig an der Brücke. Sie ist begeistert von seinem Job. Der Sohn hingegen hat, sehr zum Leidwesen des Vaters, ganz andere Pläne, ein Dilemma. Der 50-jährige Vater will die Familientradition unbedingt weiterführen. Einer Frau traut er die Arbeit aber nicht zu, sie sei zu gefährlich. Anna lässt sich aber von den Bedenken des Vaters nicht abschrecken. In einem Magazin habe ich einen Artikel entdeckt über eine Frau als Brückenwärterin. Da bin ich sofort zu meinem Vater gerannt und habe gesagt, siehst du, eine Frau kann das auch. Er war sehr überrascht. Immerhin hat er gesagt, dass er es sich überlegen wolle.
Sie werde ihren Vater schon noch so weit bekommen, fügt Anna später an. Die berühmteste Brücke an der Donau wird wohl auch künftig in guten Händen sein. Janosch und Anna, Tradition und Moderne. Budapest ist beides. Wie immer in einer neuen Stadt nehme ich für meine Erkundung die U-Bahn. Immerhin die zweitälteste der Welt, seit 1896 in Betrieb. Hier, wie überall in Budapest, bewegt man sich auf den Spuren der Geschichte. Denke ich an Ungarn, kommt mir die Politik in den Sinn. Das Land wird von einer rechtskonservativen Regierung geführt. Doch was bedeutet das für die jüdische Gemeinde in Budapest? Das will ich herausfinden. Ich sehe mich im jüdischen Viertel um. In den Straßen blüht das Leben. Ein koscher Restaurant hier, ein jüdischer Laden da. Das war lange Zeit anders. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten Gläubige ihre Religion, wenn überhaupt, nur im Verborgenen ausleben. Erst seit dem Fall des Eisernen Vorhanges kehrt die Religion und so auch das Judentum in den Budapester Alltag zurück. Wie lebt hier die jüdische Gemeinschaft? Das erfahre ich zu Hause bei der Familie Doran. Sie feiert Rosh Hashanah, jüdisches Neujahr. Der Kommunikationsberater Andras Daran hat mich eingeladen. Er war es, der die Tradition in seiner Familie wieder aufleben ließ. Mutter Shuja tischt unzählige Spezialitäten auf. Kaum zu glauben, dass diese Familie ihre jüdischen Wurzeln erst vor kurzem wiederentdeckt hat. Die Religion, erklärt Andras, sei lange kein Thema in der Familie gewesen. Seine Großmutter hatte Auschwitz überlebt und verleugnete von da an ihre jüdischen Wurzeln. Fortan herrschte darüber eisernes Schweigen. Als ich das erste Mal in die Synagoge ging, war ich 14. Meine Mitschüler sagten, Freitag treffen wir uns vor der Synagoge. Ich antwortete, was wird dort passieren? Sie meinten, ich solle einfach mitkommen, es würde mir gefallen. Also ging ich dorthin und es war fürchterlich. Was war denn so schlimm? Ich hatte keine Ahnung, was dort ablief. Ich verstand kein Wort Hebräisch, kannte nicht die Liturgie. Es war so verwirrend für mich, dass ich dort unbedingt noch einmal hingehen musste. Wie hat sich das alles auf euer Leben ausgewirkt? Mit der Zeit habe ich verstanden, dass das Judentum nicht nur eine Religion ist, sondern auch ein kulturelles Erbe. Man kann auch in die Synagoge gehen, um Freunde zu sehen. Dazu muss man nicht religiös sein. Als Jude kann ich heutzutage einfach das riesige kulturelle Erbe genießen, das es hier gibt. Auch viele andere junge Ungarn hätten wieder zum Judentum gefunden, nicht als Religion, sondern als Lifestyle, ergänzt Andras später. Was das heißt, zeigt mir Andras nach Einbruch der Dunkelheit. Er nimmt mich mit in die Ruinenbars, improvisierte Kneipen in alten Mauern des jüdischen Viertels. Doch so leicht und lustig die Jungen hier feiern, alle wissen, das politische Klima ist aufgeheizt. Rechte Kräfte hetzen gegen Minderheiten auf.
Wenn jemand als Jude erkennbar ist, macht er sich angreifbar. Verstecken die Menschen daher womöglich ihre Identität? Ja, natürlich ist es angenehmer, nicht als Angehöriger einer Minderheit erkennbar zu sein. Deshalb tragen viele Leute ihre Kippa nicht auf der Straße oder verbergen jüdische Symbole, wie zum Beispiel eine Halskette oder Ähnliches. Heutzutage ist es besser, vorsichtig zu sein. Mich beklemmen solche Gedanken. Besonders im Wissen um die Geschichte der Juden in Budapest. Sie ist geprägt von Verfolgung und Unterdrückung. Daran erinnern diese 60 Paar Schuhe aus Metall. Traurige Geschichten, hoffnungsvolle Geschichten. An der Donau findet man beides. So auch die der Donauschwaben aus Mecsek Narasch, südlich von Budapest. Eins, zwei, Poli. Drei, vier, Offizier. Fünf, sechs, alte Hex. Sieben, gute Nacht. Neun, zehn, putz die Zehn. Elf, zwölf, kommen die Wölfe. Der wichtigste Teil der deutschen Minderheit ist die Sprache. Es ist gut, wenn wir die Kultur pflegen, unsere Tänze, unsere Lieder. Aber ein Volk lebt dann, wenn sie auch eine Sprache hat. Willkommen im Nationalitätenkindergarten von Mecsek Narasch, einer deutschen Siedlung eine halbe Stunde weg von der Donau. Die meisten Einwohner sind deutschstämmig. Sogenannte Donauschwaben. In der Hoffnung auf ein besseres Leben kamen ihre Vorfahren vor gut 300 Jahren hierher. Stefan Rauschenberger ist Hobbywinzer mit eigenem Weinberg. Ihm und seiner Familie geht es heute gut. Als Bergmann im benachbarten Kohlebergwerk brachte er es zu bescheidenem Wohlstand. Sein Keller liegt ganz in der Nähe. Dort baut er überwiegend Weißwein aus. Chardonnay, Sauvignon Blanc und Riesling gedeihen besonders gut. Das sonnige Klima in Narasch ist ideal. Ein paar hundert Flaschen Wein produziert er jedes Jahr für sich und seine Familie unter Mithilfe von Sohn Istvan und Ehefrau Barbara. Die Familiengeschichte der Rauschenbergers ist typisch für die Donauschwaben. Ihre Vorfahren wanderten im 18. Jahrhundert hierher in die pannonische Tiefebene aus. Kaiserin Maria Theresia rief damals zur Besiedlung der vormals türkischen Gebiete auf, die jetzt zur Donaumonarchie gehörten. Hunderttausende, vor allem aus Süddeutschland, strömten herbei, suchten hier ein besseres Leben. Wenn er an die Donau komme, sagt Rauschenberger, denke er an seine Urahnen und daran, wie alles begann. In Deutschland war damals große Armut. Und auch der Geschichte, was uns unsere Eltern, Ureltern erzählt haben. Und da war eine große Armut und darum haben sie Flucht gesucht. Und so sind wir auch. Unser Dorf Narasch, dort sind wir auch gekommen. 40 Familien, nur von Frammersbach. Was damals in selber Zeit von 1717 bis 1780. Die Anfangszeit der Donauschwaben war hart. Aber mit Fleiß, Sparsamkeit und Tüchtigkeit machten sie sich die Erde untertan und schufen Wohlstand. Übel mitgespielt hatte ihnen das Schicksal im Zweiten Weltkrieg. Als Deutschstämmige wurden viele Donauschwaben enteignet, ausgesiedelt, zur Zwangsarbeit deportiert. Stefan und Barbara Rauschenberger waren Kinder, als es passierte. Meine Eltern haben sie fortgetrieben. Die haben sie noch zu Fuß bis auf Lendl. Die Polizisten waren mit Pferd hin und trieben. Und die Leute sind so wie die Viecher haben sie schon bald so behandelt, weil die Aschjahr nicht fortgeht und nicht durchgeht. Aus ihren Häusern wurden die Donauschwaben regelrecht hinausgeworfen. Sie später wieder zurückzubekommen, war nicht einfach.
Und das Haus, wo wir gewohnt haben, das haben sie alles weggenommen. Und da waren schon alles miteinander, das Haus, Stall, Viech und Feld und alles. Und da habe schon ungarische Familie gewohnt. Und die Leute, die haben alles gekriegt. Uns ist nichts geblieben. Kein Stuhl, kein Teller, kein gar nichts. Und auch nach 1956 haben sie ihr eigenes Haus zurückgekauft. Die Donauschwaben sind nun seit Generationen hier und in die ungarische Gesellschaft integriert. Trotz widrigsten Umständen haben sie an ihrer Kultur festhalten können. Wichtig war und ist ihnen vor allem, ihr Deutsch nicht zu verlieren. Weißt du auch einkaufen? Ja. Und dann morgen treffen wir uns. Die Donauschwaben, eine deutsche Minderheit am Ufer der Donau. Nicht weit weg empfangen mich ungarische Klänge. Ich bin in Mohac, einem Dorf in der Nähe der Grenze zu Kroatien und Serbien. Nicht nur Ungarn, Kroaten und Donauschwaben leben hier, sondern neuerdings auch Auswanderer aus der Schweiz. Bei ihnen bin ich zum Essen eingeladen. Ganz mit leeren Händen möchte ich aber nicht kommen, deshalb gehe ich Blumen kaufen. Sonnenblumen gibt's keine mehr. Vorbei. Und nicht ganz überraschend, im Laden werde ich auf Deutsch bedient. Auch die Floristin ist eine Donauschwäbin. Mit ihren Eltern reden sie aber nicht mehr Deutsch. Ein bisschen doch. Aber selten. Wie viel kostet das etwa? 2600. Ja. Von den Donauschwaben weiß ich, wie wichtig ihnen Sprache und Kultur noch immer sind. Wie viel Identität haben sich die heutigen Auswanderer wohl erhalten? Begrüßt werde ich von Judith Wiskerke. Sie lebt hier gemeinsam mit ihrem Mann. Danke für die Einladung. Die Schweizer Flagge thront wie eine Erst-August-Dekoration in der Gartenlaube. Ein Stück Heimat in der Ferne. Judith und Hubert Wiskerke haben noch weitere Gäste eingeladen. Für diese kochen sie etwas typisch Ungarisches, Kesselgulasch. Kulinarisch sind sie also schon in der neuen Heimat angekommen. Und so lerne ich die neue Familie des Rentner-Ehepaars kennen. Eine bunt gemischte Gruppe aus der Schweiz, Deutschland und Holland. Einmal im Monat treffen sie sich zum Stammtisch. Nun ja. Es widerstrebt mir zuerst etwas, diese Schürze umzubinden, aber ich werde gewarnt. Die Paprikaflecken seien teuflisch. Wohlan also. Schmeckt wunderbar. Ist da ein Weinglas? Wieso sind Sie genau jetzt nach Ungarn gekommen? Wieso? Weil der Ralf Weinbau- und Getränketechnologie studiert hat. Und das ist der Traum immer, das war mal ein eigenes Weingut zu haben und nicht nur so hobbymäßig. Haben wir uns das mal angeschaut und waren begeistert von der Qualität der Weine, die wir hier verkosten konnten, waren begeistert von der Offenheit und Gastfreundlichkeit von den Donauschwaben, die alle mit uns Deutsch sprachen. Von daher war auch das Kommunizieren von Anfang an überhaupt kein Problem. Und es hat uns so fasziniert, dass wir ganz spontan beschlossen haben, hier bleiben wir, hier gründen wir endlich unser eigenes Weingut. Gibt es Unterschiede zur holländischen Mentalität? Ah ja, sicher, sonst war ich nicht hier. Ja. Beschreiben Sie mir diese. Ja, was sind die Unterschiede? Das Leben ist anders hier. Wie muss man das sagen? Hier hat man viel länger einander gebraucht, um zu überleben. Ja? Man ist länger angewiesen aufeinander, um etwas zu machen. Ein Haus bauen und so, mit Familie, Freunden und so. In Holland ist das gar nicht mehr. Da ist alles geregelt und der Staat sorgt hiervor und die Gemeinde dafür. Hier hat man einander viel länger gebraucht. Und das spürt man noch.
Vielleicht ist es nach 20 Jahren das gleiche wie in Holland, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen so, wie der Schier gesagt hat, es ist auch ein bisschen Dolce Vita hier. Das kommt mir entgegen, vor allem im Alter. Wir müssen, also ich mache schon noch meine Sachen, aber es ist doch ein bisschen einfacher. Man kann mal ein bisschen eine Auszeit nehmen. Bei uns sind wir doch immer auf 120. Und das tut mir eigentlich sehr gut. Bei allem Dolce Vita schwingt doch ein wenig Wehmut mit, weil sie als Nicht-Ungarn doch nicht ganz dazugehören. Dennoch, fort von hier will diese verschworene Gruppe nicht mehr. Mich aber zieht die Donau weiter. Im kroatischen Vukovar besuche ich eine Schuhfabrik, die noch heute vom Krieg erzählt. Wir begleiten in der Vojvodina einen der letzten Bootsbauer Serbiens zum Fischen. Und in einem Roma-Slum in Belgrad begegne ich einer Frau, die den Menschen Hoffnung gibt. Dies und mehr in der nächsten Folge auf unserer Reise in ein unbekanntes Europa. Sommer in Dreisat. Heute Abend eine Mordserie. Drei Menschen werden innerhalb weniger Tage von einem Scharfschützen erschossen. Die morgige Seite 1 gehört dem Taunus Sniper. Und ein furchtbarer Verdacht. War Ihre Frau offiziell Organspender? Die Lebenden und die Toten. Der kann es aber nicht sein. Der Taunus-Krimi nach dem Roman von Nele Neuhaus um 20.15 Uhr. In die kühle Donau. Würde dieser Junge weiterschwimmen, wäre er sofort in einem anderen Land. Die Donau ist hier Grenzfluss zwischen Kroatien und Serbien. Ich befinde mich in Vukovar, einer Stadt, die ich bisher vor allem mit dem Schrecken des Unabhängigkeits